Also, jetzt muss ich das hier doch mal ein bisschen dokumentieren. Ne? Das hier ist unser Spezialkandidat Batterie Nummer 2. Ne? Die habe ich jetzt so hier getauft. Aber eigentlich heißt sie Karl Gustav jetzt, weil, mal gucken, ob sie lebt. Hier habe ich auch nochmal draufgeschrieben, wann ich gestartet habe, dieses Lämpchen hier einzuschalten. Ja, sind zwei schon relativ helle weiße LEDs, die mit so einer zum Joule-Tief betrieben werden und extra nochmal so eine ja, für LEDs so eine Konstantstromquelle. Und wir haben es jetzt 1.41 Uhr und gestartet haben wir 0.13 Uhr bei 6,16 Volt, 616. Ja, wer da noch alte Übersetzungen von der Bibel hat, wird vielleicht aufhorchen. Also ich hab's jedenfalls. So, dann gucken wir mal, was sie an Voltzahl hat. Ihr seht's, ne? Nach wie vor nach einer Stunde Betrieb mit den zwei LEDs und Joule-Tief dazwischen und na, ich glaube, drei Transistoren werden auch noch befeuert, ne? Drei Transistoren und immer noch bei derselben Voltzahl. Hey, ich glaube, wenn man da den Strom gepulst rausnimmt aus den Kristallbatterien, ist das richtig fetzig, oder? Na denn, beobachten wir in Karl Gustav mal ein Stückel, wa? Ja, jetzt haben wir's. Noch mal einen kurzen Überblick. Nun ist's 3.25 Uhr. Nach wie vor leuchten sie wunderbar vor sich hin. Ich habe auch zwischendrin mal ab und zu hier die hier angeschalten. Wollte mir eigentlich ein Licht für die Küche basteln. Aber ja gut, die Gründe, warum das jetzt nicht geklappt hat, ist mal nebensächlich. Jedenfalls bin ich dann hierbei gelandet. Jetzt hat der Karl Gustav Haare bekommen. Ja, ganz so nach unserem Baumprinzip habe ich mir da mal gedacht, ne, machst du so ein paar Bäume oder mit ein paar Ästen und geht dann hier über eine Aframengo-Pumpe. Aframengo Elektronenpumpe einmal auf Plus und einmal auf Minus. Ja. Ach so, ja, die Voltzahl interessiert uns natürlich, ne? Da. Hm. Nach wie vor. Na gut, so, aber ich gehe jetzt erstmal pennen. Ich weiß nicht ganz so genau. Karl Gustav, wie schaut's denn aus? Nacht überbrennen lassen? Wollen wir es heute Nacht mal machen? Ja? Okay. Du machst heute Nacht mal durch, dann gucke ich mal, wie viel Volt du morgen früh hast. Und ich verspreche dir, du kriegst dann auch deinen Schlaf, wenn du haben willst.